Was hat sie in den letzten Tagen, was hat sie in der letzten Woche gerührt, angerührt, was hat sie geschüttelt und geärgert? Ich habe vor ein paar Tagen, als wir zusammensaßen in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland im Bundesvorstand, da kam ein Thema auf die Tagesordnung, nämlich die Frage, es soll in Dänemark ein neues Gesetz auf den Weg gebracht werden, das verbietet, dass man in einer ausländischen Sprache predigt. Entstanden, das ahnen Sie, wegen der arabischen Predigt in Moscheen. Und jetzt soll man wahrscheinlich vorher das übersetzen und schriftlich abgeben. Und es entsteht so ein Kontrolllust. Wir hatten das zu sozialistischen Zeiten auch in vielen Ländern des Ostens, Osteuropas, in Rumänien, in der Sowjetunion, dass man Predigten vorher abgeben musste. In der DDR war das zum Glück nie so. Aber was ist da, was geschieht da vor allem, wenn Sie sich vorstellen, in Dänemark gibt es eine deutsche Minderheit, Christa Hansen, die ich gut kenne aus der Zeit, die es in Wittenberg ist und auch ihre Bischöfin, da gibt es deutsche Gemeinden, da wird Deutsch auch gepredigt. Muss man jetzt da plötzlich zwei Tage, eine Woche vorher die Predigt abgeben, damit sie kontrolliert werden kann? Was ist das für eine Frage von Religionsfreiheit? Aber eine spannende Frage, aber es regt mich auf. Und wir werden sehen, ob wir von der ACK Deutschland und auch vielleicht von den anderen europäischen Kirchen her da nochmal uns an Dänemark wenden. Was hat Sie gerührt? Mich hat die Nachricht angerührt, dass fast jedes dritte Kind psychische Auffälligkeiten zeigt. Es gibt jetzt eine Untersuchung, das ist durch die Nachrichten gegangen, dass eben sich zeigt, dass dieser Lockdown, das Zuhause-Sein, die jetzt nicht in die Schule gehen können, die nicht Kontakte mit den Freunden, aber auch für Studierende, die nicht Kontakte mit den Professoren, mit der Studiengruppe, dass gerade den jungen Menschen sehr unterschiedlich, manche können das sehr gut wegstecken, aber andere eben nicht, dass da viele wirklich jetzt auch psychische Probleme kriegen und darunter leiden. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir jetzt auch Milliarden ja in die Hand nehmen, um diese Krise zu bewältigen, gerade an diese Gruppe auch denken und auch wenn es um die Öffnungen geht, die gerade die jungen Leute, die jungen Menschen mit auf dem Schirm haben, dass nicht diese Jahre der Pandemie für sie verlorene Jahre ja oder vielleicht auch sogar das Leben zerstörende Jahre sind. Im Übrigen, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.